Das ZDF. Über Jahrzehnte Metapher für verstaubte Unterhaltung. Gemacht für Omas und Omas. Mit Telenovelas, Kochshows und Rosamunde-Pilcher-Abenteuern am Sonntagabend wurde gezielt an der wichtigsten Zielgruppe vorbeigesendet. Unserer Jugend. ZDF Neo und ZDF Kultur verblassten im Schatten der alten Schwester und waren nicht mehr als das Trainingscamp für die Giro Heroes. TV-Innovation? Dass wir nicht lachen. Die Mainzer machten Programm, das selbst der härteste Bro nicht ertragen konnte. Doch damit ist nun Schluss. Nicht nur die Mainzelmännchen gehen jetzt endgültig neue Wege. Ja, mit dem ZDF-Jugendkanal im ZDF und dem ARD-Jugendkanal in der ARD gehen ARD und ZDF nun endgültig neue Wege. Zielgruppenorientiertes, multimediales Superfernsehen für die Hipster von morgen. Unser Ziel muss es sein, dass wir neue Maßstäbe setzen für das Jugendentertainment. Also ZDF-Juka soll ein Kanal für die Jugend sein. Wir kanalisieren die Gefühle der Jugendlichen, und zwar auf allen Wegen, die die Wunderwelt der Technik heute so hergibt. ZDF-Juka ist jung, hip und auch bei Twitter. Hey Tablet Generation, aufgepasst! Das hier ist ganz heißer Shit. Nichts für Streber. Genau, weil ihr Streber, ja? Ihr könnt direkt mal wieder abschalten, weil wir machen Programm für die hippe Community. Und in unserer ersten Sendung zeigen wir euch schon mal volle Breitseite, was das ZDF für ein junger, geiler Haufen ist, ja? Und wie bekommt man euch Cyberteens am besten vor die Flimmerkiste? Richtig, Promis und nochmal Promis. Genau, schnallt euch an im Cyberspace vor eurem Second Screen, vorm iPad, iPod und iPhone und natürlich auch vor der ollen Flimmerkiste. Das hier ist Hashtag Juka on Tour. Juka on Tour macht heute Stopp im wunderschönen Köln. Lukas Podolski, Per Mertesacker und die deutsche A-Prominenz kicken heute hier in Köln für den guten Zweck. Ja, unser Muttersender, der würde jetzt da ernste Meldungen draus machen, aber mit diesem ganzen, wir haben einen Auftrag zu erfüllen, bliblablub, wird jetzt endlich mal gebrochen. Genau, wir stellen keine Standardfragen, wir stellen keine Pussyfragen, wir drehen den Swag jetzt mal richtig auf. Genau, und während sich unsere Kollegen bei Kaffee und Würstchen einen netten Nachmittag machen, stellen wir die richtig freshen Fragen. Weißt du, wer der Babo ist? Wer der Babo ist? Also wenn ich durch die Hut fahre, dann rufen sie mir Babo zu. Daher, ich gehe davon aus, dass ich das bin, Alter. Weißt du, wer der Babo ist? Ja, Babo? Das ist doch dieser große, dicke Bär im Münsteraner Zoo. Ne? Der da früher mit den Krokodilen war und dann haben sie eine getrennt, weil er zu gefährlich ist. Der Babo, wer kennt ihn nicht? Brrr. YOLO, die Frage war schon mal hyper. Während sich die Standardpresse für das Aufwärmen der Stars interessiert, ist es für uns an der Zeit, sich dem geilsten Medium der Welt zu widmen. Twitter-Fragen ziehen ja, immer. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir beim ZDF sind jetzt auch total hip und total fresh. Ja, total cool. Hört sich total gut an. Ja, und wir twittern wie bekloppt und jetzt haben wir mal gecheckt, was ist bei dir los? Du hast gar nichts. 21. November 2011, der letzte Tweet. Hallo, geht's noch? Das sind Social Media hier. Nee, ich bin auf Twitter, bin ich glaube ich eher nicht so unterwegs. Epic Fail. Eine Aussage, die sofort widerlegt werden muss. Nee, ich glaube, Twitter ist schon echt eine heiße Sache, ne? Insgesamt schon sehr, sehr krass, ne? Na also, Homie, geht doch. Hast du nicht Bock mal auf so eine Twitter-Sendung für uns? Na klar. Könnt ihr mal gerne ansprechen. Ich bin da bereit, ich bin bei Twitter sehr aktiv. Und vielleicht kann man eine Partnerschaft verknüpfen. Ja, sehr gut, wir nehmen das als Angebot. Ja, okay. Sagt euren Chef Bescheid, er soll auf mich zukommen, ne? Alles klar. Genau, Lukas, verknüpfen wir eine Partnerschaft. Endlich einer, der unsere Sprache spricht. Unser Konzept greift. Jetzt noch ein paar Mal Swag sagen und der Flow wird gedroppt. Du bist ja richtig fresh, hast den Swag raus in Sachen Fußball. Ich freue mich jetzt als erstes Mal auf ein lecker Kölsch. Ich glaube, das habe ich mir jetzt verdient, ne? Tun Sie mal ein paar, ne? Ah, okay, mach ich. Swag. 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 Ist vom UK? Ah, okay, yeah. Ja. Cool, it was really swag. Ja, yeah, it was swag. Das ist hier mein Ghetto, meine Roots. Yeah. Und ja, ich habe eine Hütte gemacht, bin ziemlich gut drauf. Und werde gleich noch ein bisschen mit den Fans, mit den Hools. Ja? Ja. Einer hat gerade seine Würstchenschale weggeworfen, das geht so nicht. Wie kann man denn beim zweiten deutschen Fernsehen den Swag aufdrehen? So richtig abgehen.
Das ist, kann ich schwer beantworten. Natürlich schaue ich mir auch ZDF an. Dass es ein bisschen flotter gehen kann, würde ich nicht sagen. Ich sage mal, es gibt viele gute Veranstaltungen, viele gute Sendungen. Zum Beispiel Markus Lanz, komm. Ich denke, ihr habt in eurer Sendung viele Leute, die sich da Ideen und Gedanken machen, wie man das alles entwickeln kann. Da bin ich der falsche Ansprechpartner dafür. Der Flow ist gedroppt. Unsere Fragen sind so geil, dass die selbst Oliver Pocher flashen. Was seid ihr denn hier von der Chefredaktion? Oder ja, was? Sicher, der Bellot hat uns geschickt. Wir sollen mal gucken, was der Pocher so drauf hat. Du, ich bin für alle Sender offen, die sich das leisten können. Eine kleine Mediennutte, ne? Ach, da bin ich also. Was heißt Mediennutte? Du weißt ja, wie es ist irgendwie. Du musst ja auch irgendwie Frauen, Kinder bezahlen und sowas halt. Da musst du jeden Sender mitnehmen, der das sich leisten kann. Ja, aber wie muss man sich das vorstellen? Ruft der Bellot bei dir an und sagt: Ey, Olli, bring mal wieder den Swag in unser Haus. Genau so war's. Ja, komm. Bellot hätte ich genauso eingesetzt. Ja, genau, ne? Das ist so ein fresher typ wie du. Ja, ja, genau so. Ja, also, aber ne, er kam so bei Wetten, dass, ey, chuck up, Alter, wie geil bist du denn und so. Ja, guter Sidekick. Und so, ja, ja, super fett irgendwie. Sag wie viel? Nein, sag's nicht. Ich stell einfach meinen Check aus. Und, wenn alle Stricke reißen, kommst du bitte zum ZDF Juka mit uns und machst eine freie Geschichte. Ist das schon der Juka, der hier in dem Jugendkanal, auf den sich keiner einigen kann? Wir pilotieren gerade, was aber ist noch, ne, unter Verschluss. Nee, weiß, alles klar. Muss jetzt nicht wieder hier direkt twittern in die Weltspacen, ne? Nee, nee, den steht raus. Sind wir durch? Danke. Wir sind durch, das war's. Tschüss. Ja, Respekt. Martin, ich habe so das dumpfe Gefühl, die anderen Journalisten hassen uns jetzt alle. Hä, wieso das denn? Solche Scheißfragen, die wir gestellt haben, komm. Ey, nee, das war voll der Mega-Swag. Und jetzt lass mal noch ein bisschen spielen gehen. Oh, ne, voll geil. Yeah. Los. ZDF Juka ist nur der Beginn einer ZDF-Revolution. Bald kommt Oliver Pocher. Klares Zeichen, der Swag ist auch ohne Moneyboy endlich auf dem Lerchenberg angekommen. Voll YOLO, Alter.